Vor fast 100 Jahren entdeckte eine Gruppe von Forschern mitten in Äthiopien ein riesiges Megalithenfeld. In den Gebieten am Rande des ostafrikanischen Grabenbruchs finden sich über 10.000 Stelen von unzweideutiger Form. Diese imposanten phallischen Stelen sind bis zu 8 Meter hoch und wiegen mehrere Tonnen. Doch niemand weiß, welches Volk, welche Kultur dieses Heer von Megalithen aufgestellt hat. Wie alt sind sie? Woher stammen sie? Welche Funktion hatten sie? Ein Rätsel. Im Westen sind diese Stelen fast unbekannt. Doch ein paar wenige, vor allem französische Forscher, versuchen seit mehreren Jahrzehnten, die Geheimnisse dieses ungewöhnlichen Kulturerbes zu ergründen, das hier von einem unbekannten Volk hinterlassen wurde. Erstmals reist nun ein großes Team von Archäologen, Anthropologen, Geologen und anderen Experten für eine Ausgrabungskampagne nach Äthiopien. Sie wollen gleichzeitig an mehreren Orten graben, um nach Hinweisen zu Herkunft und Zweck der phallischen Stelen zu suchen. Diese Kampagne wird für die Wissenschaftler zu einer Reise durch die äthiopische Geschichte und ihre lange Tradition der Steinsetzungen werden. Im Süden des Landes stellen die Menschen bis heute Megalithen auf, um ihre Toten zu ehren, während im Norden vor über 2000 Jahren die größten Megalithen der Welt errichtet wurden. Wo sind die phallischen Stelen in dieser langen Chronologie anzusiedeln? Die Antwort findet sich wahrscheinlich zu ihren Füßen. Januar 2018. Der Anthropologe Jean-Paul Croix und der Archäologe Roger Jussaume wollen ein umfangreiches Projekt fortsetzen, das ihnen am Herzen liegt. Ihr Ziel? Die Datierung der ältesten Stelenfelder und die Erforschung ihrer symbolischen Bedeutung. Hierzu fahren sie an den Rand der Gedeo-Zone, 400 Kilometer südlich der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba. Die beiden Wissenschaftler haben bereits vor 25 Jahren eine Reihe von Ausgrabungen auf dem Stelenfeld von Tutu-Fela durchgeführt. Erstaunlich, oder? Ich bin wirklich überrascht, wie gut hier alles erhalten ist. Stimmt. Tutu-Fela besitzt eine Besonderheit, die das Interesse der Archäologen geweckt hat. Unter den vielen hundert phallischen Stelen an diesem Ort sind einige bearbeitet oder haben sogar eine stilisierte menschliche Gestalt. Da drüben gibt es anthropomorphe Stelen. Eine der schönsten ist die hier. Stimmt. Roger Jussaume und Jean-Paul Croix waren bereits 5-mal in Tutu-Fela, um Ausgrabungen durchzuführen. Die Dorfbewohner waren daran stets aktiv beteiligt und auch diesmal fällt das Wiedersehen sehr herzlich aus. Bring mich bloß nicht zum Weinen. Der große Häuptling. Der Besitzer des Landes. Wie geht's? Deine Frau, die Kinder, alles okay? Wie es die Tradition verlangt, werden die Reisenden mit einer Kaffeezeremonie begrüßt. Als Gäste von Dempsey, dem Landbesitzer, müssen Roger Jussaume und Jean-Paul Croix jeweils 3 Tassen Kaffee trinken, um Unheil zu verhüten. Gut, oder? Absolut. Großartig. Für Roger werden hier glückliche Erinnerungen an seine erste Äthiopienreise wach, die er 1970 als junger Archäologe unternahm. Der Megalithismus hat mich schon immer interessiert. Ich glaube, ich war 17 oder 18 Jahre alt, als ich ernsthaft mit dem Studium dieser Art von Steinsetzung begonnen habe. Und dann brachte mich eines Tages jemand auf die Idee, die Megalithen Äthiopiens zu erforschen. Mein Interesse galt damals besonders der Tatsache, dass es in diesen Gegenden megalithische Monumente gibt, die dem europäischen Megalithismus ähneln.
Auch auf unserem alten Kontinent gibt es große Megalithanlagen. Zu den bekanntesten gehören natürlich der monumentale Steinkreis von Stonehenge in Großbritannien oder auch die Menhirreihen von Karnak an der französischen Atlantikküste. Dieser europäische Megalithismus ist im sogenannten Neolithikum, also mehrere tausend Jahre vor unserer Zeitrechnung, entstanden. Gilt das auch für die Monolithen in Südäthiopien? Dies versuchen einige Experten seit Jahrzehnten herauszufinden. Der erste Europäer, der 1925 von diesen vielen tausend Stelen berichtete, war der Kapuzinermönch François Azaïs. Der passionierte Archäologe machte eine erste Bestandsaufnahme und forschte anschließend mehrere Jahre lang in Gedeo. Er glaubte, dass es sich bei den Megalithen um Grabmäler handeln müsse. Doch archäologische Untersuchungen brachten kaum Ergebnisse. Einige Jahre später gruben deutsche Wissenschaftler unter den Stelen von Tutu-Fehler. Sie förderten einige Knochen zutage, die darauf hindeuteten, dass der Steinhügel Grabstätten beherbergen könnte. Die Ausgrabungen, die Roger Jussaume und Jean-Paul Croix in den 90er Jahren durchführten, bestätigten diese Hypothese. Die Stelen von Tutu-Fehler stehen auf einem Hügelgrab. Eine Aufschüttung aus Erde und Steinen, die zahlreiche Gräber schützt. Tatsächlich handelt es sich um mehrere Friedhöfe auf verschiedenen Ebenen. Immer wenn jemand starb, eine bedeutende Persönlichkeit, vermute ich, denn auf ein solches Grab hatte sicher nicht jeder Anspruch, musste auf seinem Grab eine Stele aufgestellt werden. So entstand nach und nach dieses große Gräberfeld. Aber unsere Ausgrabungen haben gezeigt, dass sich unter diesen Steinmassen noch ein weiterer Friedhof befindet. Damals wurde uns klar, dass dieser obere Friedhof einen älteren Friedhof bedeckt, dessen Gräber von ganz anderer Art sind. Denn diese Menschen haben Schächte ausgehoben, nicht sehr tief, etwa 1 bis 1,5 Meter, und am unteren Ende noch eine seitliche Kammer gegraben. Wegen dieser Form haben wir sie Sockengräber getauft. Im Gegensatz zum oberen Friedhof, auf dem manchmal mehrere Tote im selben Grab ruhen, liegt weiter unten immer nur ein Toter in einer solchen Socke. Immer auf der Seite und in einem absolut jämmerlichen Erhaltungszustand. Wir fanden oft nur den Schatten eines Skeletts. Von Tutu-Fehler bis in die nördlich gelegene Hauptstadt Addis Abeba ist eine 10-stündige Fahrt über unbefestigte Straßen zu bewältigen. Die Modernität der äthiopischen Hauptstadt steht in starkem Kontrast zur ländlich geprägten Gedeo-Zone. Die beiden Forscher wollen ins Nationalmuseum. Es beherbergt das fast komplette Skelett von Lucy, der berühmtesten unserer fernen Vorfahren. Aber vor allem schlummern im Untergeschoss des Museums die gesammelten Ausgrabungsfunde der Stelenfelder. Hallo, schön dich zu sehen. Wie geht's? Bestens, vielen Dank. Die beiden Wissenschaftler sind hier, um einige menschliche Überreste aus Tutu-Fehler auszuwählen, die bis heute undatiert sind. Hier lagert eine Menge. Ja, alle Funde der französischen Ausgrabungen. Stimmt. Tier, Chelba. Und diese Kiste könnte aus Tutu-Fehler sein. Schauen wir mal. Tatsächlich. Tutu-Fehler. Bitteschön. Danke, Roger. Bei den verschiedenen Ausgrabungen in Tutu-Fehler wurden 54 Gräber der oberen Ebene sowie 19 Sockengräber freigelegt. Aus diesen Grabstätten wurden 86 Skelette geborgen und ins Museum gebracht. Das müsste eigentlich... Ist das H4? Leider hat der saure Boden den Knochen geschadet und alles organische Material zersetzt. Vor 25 Jahren gab es für solche Funde noch keine wissenschaftliche Datierungsmethode. Das hat sich inzwischen geändert. Jean-Paul Croix möchte mehrere Proben einer erneuten Analyse unterziehen. Bislang konnten die schlecht erhaltenen Skelette lediglich Hinweise auf das Alter des Toten geben.
Dieser Schädel ist besonders interessant, weil der dritte obere Backenzahn gerade erst durchgebrochen ist. Er ist ganz neu und hat unten noch keinen Gegenpart. Da sind beidseitig nur der erste und der zweite Backenzahn. Es handelt sich also um einen jungen Menschen von etwa 20 Jahren mit noch wenig abgenutzten Zähnen. Obwohl datierbare Knochen fehlen, konnten die Archäologen wertvolle Hinweise auf die Nutzungszeit des Friedhofs zusammentragen. Wir konnten die Stelen recht genau datieren, weil wir zu ihren Füßen Knochen gefunden hatten, gemischt mit Holzkohlestückchen. Das hat die C14-Datierung ermöglicht. Was die darunterliegenden Gräber, also die Sockengräber, betrifft, war eines davon mit einem Brett verschlossen. Das hat uns eine ausreichende Menge Holz für eine präzise Datierung geliefert. Dieser Friedhof wurde etwa zwischen 1050 und 1250 nach Christus genutzt. Und der zweite obere Friedhof über den Sockengräbern lässt sich auf das 13. bis 15. Jahrhundert datieren. Es könnten 100 oder 200 Jahre vergangen sein, bevor ein anderes Volk diesen Sockengräberfriedhof nutzte, der damals nur durch phallische Stelen markiert war. Wir haben den Eindruck, dass es drei Phasen gab. Eine Phase nur mit phallischen Stelen. Eine Phase mit phallischen Stelen auf Sockengräbern. Und eine Phase mit wiederverwendeten, neu angeordneten Stelen, die jetzt zum Hügelgrab gehören. Die Verwandlung der phallischen Stelen in Stelen von menschlicher Gestalt scheint sich im 13. oder 14. Jahrhundert vollzogen zu haben. Nach Ansicht der Forscher könnte dies auf die Ankunft des Christentums oder des Islam in der Region zurückzuführen sein. Doch was geschah vorher? Sind die ersten phallischen Stelen und späteren Grabmäler das Werk eines anderen Volkes? Oder hat dasselbe Volk lediglich seine Bestattungsart geändert? Anthropologisch gesehen lässt sich nicht sagen, ob es dasselbe Volk oder verschiedene Völker waren. Sicher ist nur, dass die Stelen, die den unteren Sockengräberfriedhof von Tutuphela markieren, durchweg mit Steinwerkzeugen behauen wurden, während die oberen anthropomorphen Stelen mit Metallwerkzeugen bearbeitet sind. Wir glauben daher, dass Metall in dieser Gegend erst um das 13. Jahrhundert verfügbar war. Das ist wirklich nicht lange her. Metall wird in Afrika seit rund 3000 Jahren verwendet. Warum wurden die primitiven Stelen dann mit Steinwerkzeugen behauen? Könnte der südäthiopische Megalithismus also genau wie in Europa bereits im Neolithikum entstanden sein? Das größte Rätsel sind immer noch die phallischen Stelen, die wir nicht wirklich datieren können. Sie sind älter als der Rest, aber wie viel älter? Hier müssen wir noch abwarten. Wir haben sicherlich nichts, was älter wäre als 10. bis 12. Jahrhundert, jedenfalls was die Gräber betrifft. Aber an anderen Orten, an denen es phallische Stelen gibt, die Sockengräber markieren, hatten wir den Eindruck, dass sie von älteren großen Kulturdenkmälern stammen könnten. Wir brauchen also unbedingt neue Ausgrabungsprogramme. Die Antworten auf diese Fragen hofft das Team in der Gedeo-Zone zu finden. Die kleine Stadt Yirgacheffe ist Ausgangspunkt aller Pisten, die sich durch diese Region ziehen. Bevor er eine neue Ausgrabungskampagne startet, um die ältesten Stelenfelder zu erforschen, hat Roger Jussom eine seiner ehemaligen Studentinnen um eine erste Bestandsaufnahme gebeten. Annelise Goujon ist Doktorandin der Archäologie und lebt in Äthiopien. Sie durchkreuzt das Hochland, das den Grabenbruch überragt. Hier findet sich auf einer knapp 50 Kilometer langen und 30 Kilometer breiten Fläche die größte Konzentration von ausschließlich phallusförmigen Monolithen. Annelise Goujon soll unter den gut 100 bereits erfassten Stelenfeldern eine erste Auswahl vornehmen.
phallische Stelen gibt es in Gedeo überall. Leider sind die meisten umgestürzt und liegen verstreut über die Felder der Dorfbewohner. Hier sind es 30 Stelen und weiter unten haben wir auch schon 30 gezählt. Aber noch haben wir bei weitem nicht alles gesehen. Allein an diesem Ort hatte Pater Azaïs 300 Stelen gezählt. Und in Chelba Tutiti sind es sogar 1000. Natürlich gibt es auch Orte wie Sakarosodo, wo sich nur rund 40 finden. Aber alle Felder zusammengenommen sind es wahrscheinlich Tausende und Abertausende von Stelen. Äthiopien ist das Land der Stelen. Nirgendwo sonst auf der Welt sind sie zahlreicher oder imposanter. 1000 Kilometer nördlich von Yirgacheffe bietet die Stadt Aksum ein außergewöhnliches Beispiel für die megalithische Tradition des Landes. Aksum war die Hauptstadt eines Reiches, das zwischen dem 1. Jahrhundert vor Christus und dem 8. Jahrhundert nach Christus fast die gesamte Fläche des heutigen Äthiopien umfasste. Die erste christliche Stadt Afrikas hat eine heidnische Vergangenheit mit einer regen Megalithkultur. Das war vor fast 3000 Jahren. Doch im Laufe der Zeit haben sich die megalithischen Denkmäler hier ins Monumentale gesteigert. Während sie auf die Ergebnisse von Anne-Lise Bestandsaufnahme warten, besichtigen Roger und Jean-Paul die höchsten Monolithen, die in der Antike errichtet wurden. Stehen sie in irgendeiner Verbindung zu den vielen tausend Stelen in Südäthiopien? Die Stele von Aksum ist mit 33 Metern die höchste der Welt. Sie ist in mehrere Stücke zerbrochen. Ihr Gewicht beträgt schätzungsweise 550 bis 600 Tonnen. Diese Stele wurde wahrscheinlich im 2. Jahrhundert nach Christus errichtet. Wie konnte ein Volk, das über keinerlei moderne technische Hilfsmittel verfügte, solche steinernen Kolosse transportieren und aufstellen? Das weiß niemand genau. Bekannt ist nur, aus welchen Steinbrüchen sie stammen. Sie liegen 6 Kilometer von Aksum entfernt an den Flanken einer imposanten Felswand, die die Landschaft überragt. Einige Stelen liegen noch in ihrem Gesteinsbett und wurden halbfertig zurückgelassen. Es gibt keinerlei Aufzeichnungen darüber, wie die mehrere hundert Tonnen schweren Monolithen bis nach Aksum transportiert wurden. Doch einige Experten glauben, dass diese für Menschen unvorstellbare Aufgabe von Waldelefanten übernommen wurde, die vor 2000 Jahren noch sehr zahlreich in der Region lebten. Doch selbst wenn sie zur gleichen Zeit entstanden sind, scheinen die großen Stelen von Aksum zu aufwendig gestaltet, um mit den phallischen Stelen im Süden des Landes vergleichbar zu sein. Diese Stele ist 24 Meter hoch und somit fast 10 Meter kürzer als die zerbrochene große Stele. Sie ist absolut typisch für die aksumitische Architektur, die immer dieselbe Symbolik verwendet. Eine Tür, die natürlich nicht echt ist und nirgendwo hinführt, denn das ist ein massiver Granitblock, der einen Turm darstellt. Und eine Reihe von Fenstern auf mehreren Ebenen bis hin zum höchsten Teil des Monuments. Diese Stelen stehen am Rande älterer Nekropolen. Hier am Stadtrand gibt es einige Stelen, die mehrere Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung entstanden sein könnten. Die Stelen dieses Friedhofs gehörten zu einer Bevölkerungsschicht, die im Rang unter der stand, für die die großen aksumitischen Stelen errichtet wurden. Viele dieser Gräber wurden ausgegraben und erinnern an Gräber, die wir aus dem Süden Äthiopiens kennen. Dort liegt der Körper sehr häufig zu Füßen einer Stele oder direkt unter ihr. Das ist hier ähnlich. Aus diesem Grund haben manche Forscher in Aksum nach den Ursprüngen dessen gesucht, was wir heute aus Sidamo kennen.
Dieser voreilige Vergleich zwischen den Monolithen von Aksum und den phallischen Stelen im Süden des Landes hat die Historiker nie überzeugt. Eine schwer zugängliche Gebirgslandschaft trennt die beiden Regionen über mehr als 1000 Kilometer hinweg. Ist dies ein ausreichender Grund dafür, dass die nordäthiopischen Völker zu einer Zeit in die Geschichte eintraten, als der Süden noch im Neolithikum verharrte? Um die komplexe Geschichte des äthiopischen Megalithismus weiter zu erforschen, kehren die beiden Forscher nach Yirgacheffe zurück. Sie wollen sich hier mit ihrer Kollegin Annelies Goujon treffen. Auf einer Rundreise über das Hochland der Gedeozone möchten sie unter den Dutzenden bereits registrierten Stelenfeldern zwei oder drei Orte auswählen. Hier thronen die phallischen Stelen inmitten der Dörfer und säumen die Straßen. Sie gehören ganz einfach zur Landschaft. Das sind schöne Stücke. Ja. Wirklich besonders. Sehr gedrungen. Die Bevölkerung beachtet die Stele nicht weiter, denn sie sind nicht Teil ihrer Geschichte. Kein Mythos, keine Legende handelt von ihnen. Bis auf die Geschichte von einem Riesen, der sie vor langer Zeit hierher schleuderte. Annelies Goujon und die Gravurexpertin Sophie Courson machen sich an eine schnelle Zustandsanalyse der Stelen. Wir müssen schauen, ob das erst später angelegt wurde. Hier sind noch die Wülste zu sehen. Das war geschützt. Das weiter südlich gelegene Sakarosodo ist eine sehr primitive Anlage. Diese phallischen Stelen könnten zu den ältesten der Region gehören. Diese höchste Stele ist auch diejenige, deren oberer Teil anatomisch am exaktesten geformt ist. Doch diese Stelen scheinen keine Grabmäler zu sein. Auch wenn die Forscher an diesen Stelen interessiert sind, fürchten sie, dass Ausgrabungen hier langwierig und erfolglos wären. Sie beschließen daher, sich auf phallische Stelenfelder zu konzentrieren, die sich auf oder in der Nähe von Hügelgräbern befinden, die datierbare Elemente enthalten könnten. In dieser Hinsicht scheint die Anlage von Sede Mercado vielversprechender zu sein. Zudem wurde hier noch nie gegraben. Hier gibt es viele phallische Stelen. Ja, mehr als in Tutofila. Viel mehr. Sede Mercado ist eine heterogene Anlage, in der sich phallische Stelen mit stark ausgeprägten Formen und natürlich wirkenden Basaltprismen mischen. Was für eine Vielfalt. Aber ich suche noch nach einer anthropomorphen Stele. Es gibt keine Gesichter, das stimmt. Diese hier ist sehr originell, mit ihrer kleinen Perle. Dieser Ort ist außergewöhnlich. Die Fülle der phallischen Stelen und dass es auf den ersten Blick kaum anthropomorphes Dekor gibt. Und der gute Erhaltungszustand. Es ist sicherlich das am besten erhaltene Stelenfeld, das wir bisher gesehen haben. Jetzt müssen wir nur noch anfangen zu graben und das Ganze untersuchen. Das wird viel Arbeit. Ja, das schaffen wir nur, wenn wir am Rand anfangen. Ja, vielleicht. Wir graben vom Rand aus, wo die Schichten am dünnsten sind, Richtung Zentrum. Aber nicht zu weit, sonst brauchen wir Monate. Vor einer endgültigen Entscheidung will Annelies Goujon ihrem Kollegen Roger Jussaume noch einen letzten sehr originellen Ort zeigen. In Soditi thront eine einzelne primitive Stele auf einem kleinen Steinhügel, einem Cairn, über dem Tal des Grabenbruchs. Sehr charakteristisch sind die vielen Steine zu Füßen dieser phallischen Stele. Und da gibt es keinen Zweifel. Kein Zweifel. Diese Menge von Steinen deuten auf einen Cairn hin. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier ein Grab gibt. Das wäre einzigartig in der gesamten Region. Ich kenne keine zweite Verbindung dieser Art. Schließlich fällt die Wahl auf Sede Mercato und Soditi. Jetzt muss die Ausgrabungskampagne nur noch organisiert werden.
Drei Wochen später ist ein Teil des neuen Teams eingetroffen. Unter der Führung von Anne Lies fahren die Archäologen zum ersten Mal nach Soditi. Eine Anthropologin und verschiedene Spezialisten begleiten den Ausgrabungsleiter Vincent Arde. Der Experte für europäischen Megalithismus hat beschlossen, die Ausgrabungen rund um die einzelne Stele von Soditi zu übernehmen. Die früh einsetzende Regenzeit erschwert das Reisen. Von Jirgachev aus brauchen die Wissenschaftler 2 Stunden, um die kaum 10 Kilometer entfernte Anlage zu erreichen. Dann mal los. Der Berg von Soditi ist 2500 Meter hoch. Die Dorfbewohner haben den äthiopischen Behörden ihr Einverständnis für Ausgrabungen auf ihrem Land gegeben. Im Gegenzug werden Freiwillige beschäftigt, die das Gestrüpp entfernen und auf 500 Quadratmetern rund um die Stele den Boden abtragen. Hier ist die Grenze. Dieser Ort interessiert mich, denn unter dem Gestrüpp sind uns diese Steinhaufen aufgefallen, die ganz zugewachsen waren und sehr an Cairns, also Hügelgräber, erinnern und möglicherweise zur Stele gleich daneben gehören. Hier ist sehr schön dieser Steinhügel erkennbar. Tatsächlich sind es 4 aufeinanderfolgende Cairns auf diesem Kamm, die hier an strategischer Stelle über der Landschaft thronen. Als nächstes werden wir Sondagen durchführen, um herauszufinden, ob es sich wirklich um Gräber handelt. Das Besondere ist, dass hier noch nie gegraben wurde. Für die Dorfbewohner sind diese Ausgrabungen eine Premiere. Unter ihren neugierigen Blicken packen die Forscher ihre Hightech-Instrumente aus. Vor Beginn der Ausgrabungen wollen sie herausfinden, ob sich überhaupt etwas unter der Erde verbirgt. Hierzu tritt der Experte für geophysikalische Prospektion, Vivien Maté, in Aktion. Mit seinem Gerät kann er elektrischen Strom in den Boden leiten, um den Widerstand unterschiedlicher Materialien zu messen. Je stärker der Widerstand, desto dichter ist das unterirdische Material. Ich habe in 3 Tiefen gearbeitet, 50 cm, 1 Meter und 2 Meter. Die 4 Flecken hier entsprechen den 4 Steinhügeln, die schon an der Erdoberfläche erkennbar sind? Ganz genau. Das hier sind sie bei 50 cm. Bei 1 Meter Tiefe hat nur der hier oben noch dieselbe Form und Signalstärke, während die beiden anderen kleiner geworden sind. Das bedeutet, dass sie eine geringere Dichte haben und es sich im Gegensatz zum oberen Hügel um ziemlich oberflächliche Steinaufschüttungen handelt. Ein weiteres Erkundungsverfahren zur Vorbereitung der Ausgrabungen ist die Fotogrammetrie. Eine von Laurent Frappart gesteuerte Drohne mit einer sehr leistungsstarken Kamera überfliegt die gesamte Anlage, um ihren Aufbau zu ermitteln. Zu beiden Seiten der zentralen Stele sind auf dem Bergkamm mehrere Cairns aufgereiht. Antoine Laurent sammelt die vielen tausend Luftbilder und gibt sie in eine Software ein. So entsteht ein zentimetergenaues, dreidimensionales Modell von Soditi. Mit Hilfe der Fotogrammetrie haben wir ein 3D-Computermodell von Soditi mit den verschiedenen sichtbaren Strukturen erstellt. Wir können auch von 3D in einen Relief-Modus wechseln. Musik
Die Entwicklung der Archäologie geht heute dahin, dass die Projekte Teamarbeit sind. Mit Experten aus unterschiedlichen Fachgebieten, die alle ihren Beitrag leisten. Das ist wichtig, denn so können wir die Ausgrabungsorte noch sorgfältiger auswählen. Mit der ersten Datensammlung konnte ein perfektes Modell der Anlage von Soditi erstellt werden. Nun macht sich das gesamte Team an die Arbeit. Die Steine, aus denen die Cairns bestehen, müssen alle mit größter Vorsicht entfernt werden. Denn die runden Hügel könnten Grabstätten beherbergen. Bei der Suche nach Knochen oder anderen datierbaren Objekten wird zunächst direkt an der Basis der Stele gegraben. Doch der Boden erweist sich schon an der Oberfläche als viel zu locker. So, als hätte hier kürzlich jemand gegraben und die Grube dann einfach mit Erde zugeschüttet. Da ist kein Stein, nur sehr lockere Erde. Das wurde aufgegraben und mit lockerer Erde gefüllt. Hast du gar nichts gefunden? Nein. Weiter drüben gab es vorhin ein paar Funde. Aber hier ist gar nichts. Für Vincent Art ist dies eine kleine Enttäuschung. Wurde der Steinhügel schon einmal aufgegraben oder gar geplündert? Glücklicherweise scheint der Rest der Anlage verschont geblieben zu sein. Ein Experte erkennt auf den ersten Blick, dass dieser Cairn nie aufgegraben wurde. Dies beweisen die zahlreichen alten Wurzeln zwischen den aufeinander gestapelten Steinen. Alle Steine, die so angeordnet sind, könnt ihr entfernen. Eine erste überraschende Entdeckung machen die Forscher gleich zu Beginn. Wenige Zentimeter unter der Erdoberfläche ist ein Steinblock vergraben, der von Menschenhand bearbeitet wurde. Und er ist nicht der einzige. Das ist auch einer, oder? Ein großer Materialaufwand. Und das sind keine kleinen Stücke. Wurden die Steine extra bearbeitet oder wiederverwendet? Im Moment neige ich eher zur Wiederverwendung. Ja. Für den Megalith-Experten Philippe Guisin steht fest, diese Bruchsteine sind Fragmente von Stelen. Fragt sich nur, was sie in diesem Cairn zu suchen haben. Das sind Stelen, deren Bruchstücke für diesen Steinhügel wiederverwendet wurden. Ursprünglich standen sie entweder aufrecht oder lagen irgendwo in der Landschaft herum, bevor sie hier integriert wurden. Was den Inhalt des Hügels betrifft, müssen wir abwarten. Wir haben es sehr wahrscheinlich mit einer Grabstätte zu tun. Handelt es sich um ein Einzelgrab für einen gesellschaftlichen oder religiösen Würdenträger? Oder sind dies eher Kollektivgräber? Hier fehlen uns die Vorbilder, weil dieser Ort bislang einzigartig ist. Welcher Art sind die Gräber auf diesem Bergkamm? War er einst mit phallischen Stelen bedeckt? Vincent Art und sein Team werden versuchen, diese ersten Fragen zu beantworten. Unterdessen konzentrieren sich Roger Jussaume und Jean-Paul Croix auf das rund 20 Kilometer südlich gelegene Stelenfeld von Sede Mercato. Auf sie wartet viel Arbeit, denn die Zahl der Stelen geht in die Hunderte. Eine Gruppe von Dorfbewohnern unterstützt das Team bei seinen Ausgrabungen am Rande des Steinhügels. Dieser Bereich wurde ausgewählt, um Zeit zu sparen. Hier gibt es weder anthropomorphe Stelen noch primitive Monolithen. Die meisten Stelen sind phallisch, aber von ganz anderer Machart als jene, die sich üblicherweise in der Gedeozone finden. Sie haben vielfältigere und stärker ausgeprägte Formen. Sede Mercator ist sicherlich der Ort mit den meisten unterschiedlichen Stelen in der gesamten Region.
Für diese absolut erstaunliche Vielfalt haben wir noch keine umfassende Erklärung. Obwohl dieser Steinhügel oder Cairn dem Stelenfeld von Tutuphela enorm ähnelt, weist er doch große Unterschiede auf. Denn einige der Stelen sind Polyeder, was vollkommen neu für uns ist. Ich denke, dies könnten die jüngsten Stelen sein, aber tatsächlich wissen, tun wir nichts. Was ist der Grund dafür, dass die Stelen hier eine schlichte Prismaform aufweisen und nicht phallusförmig sind? Könnte dies auf die Ankunft neuer Religionen in der Gedeozone oder auch auf Materialmangel zurückzuführen sein? Für den Geoarchäologen Laurent Bruxelles stellt sich noch eine andere Frage. Woher stammen die vielen tausend Tonnen schweren Gesteinsblöcke, aus denen die Monolithen hergestellt wurden? Das ist ein granitähnliches Gestein, das laut der geologischen Karte mindestens 20 Kilometer weit transportiert wurde. Es kommt von weit her. Das hier ist dagegen pyroklastisches Gestein. Das ist Rhyolith und das ist ein nicht bearbeitetes Prisma. Beim Anblick so vieler Stelen, es müssen rund 1500 sein, stelle ich mir unweigerlich die Frage, ob das Rohmaterial, aus dem sie gefertigt wurden, in Reichweite vorhanden ist. Wir sind hier im ostafrikanischen Grabenbruch. Hier sind im Laufe von 15 Millionen Jahren zwei tektonische Platten auseinandergedriftet, was zu verstärktem Vulkanismus geführt hat. Daher gibt es hier verschiedene magmatische Gesteinsarten. Die Lavaströme, die nicht sehr weit reichen, aber sehr dicht sind, und die pyroklastischen Ströme, die wir aus Pompeji kennen. Allerdings haben wir noch keine Gesteinsaufschlüsse mit Prismen gefunden, aus denen sich diese meterhohen Stelen herstellen lassen. Sie liegen vielleicht weiter entfernt, als wir dachten. Im Moment identifizieren wir daher noch die Gesteinsarten und ziehen konzentrische Kreise, bis wir auf die betreffenden Gesteinsarten und hoffentlich auch auf Abbauspuren stoßen. Schließlich entdecken die Forscher ein erstes Gesteinsvorkommen, das zu dieser Art von Vulkangestein passen könnte. Es liegt sehr weit von Sede Mercato entfernt. Es ist da drüben. Wir wissen nicht, welche Gesteinsart, aber dahinter liegt eine Felswand, die entweder natürlich oder ein Steinbruch sein könnte. Genau. Da es hier nur wenige Gesteinsaufschlüsse gibt, werden wir prüfen, ob diese Art zu den Stelen passt. Unser Abgesandter. Durch den Einsatz der Drohne werden die Forscher erneut Zeit sparen. Es sind Schichten zu sehen. Eine Menge Blöcke. Diese Verwerfung ist super. Gibt es auch Geröll? Ja. Es sieht so aus, als wäre das ein Steinbruch. Das ist das erste Mal, dass wir solche Blöcke in einer Abbruchwand oder an einem Felsen sehen. Das müssen wir uns anschauen. Hier sind Blöcke. Das ist ein Stück von einem Prisma. Die Gesteinsart ist erkennbar. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist Ignimbrit, das Gestein, aus dem die Stelen bestehen. Hier ist der höchste Punkt des pyroklastischen Stroms. Vorsicht! Das ist nicht das, was wir suchen. Das ist alles natürlich und es gibt auch keinerlei Abbauspuren. Nein, das war kein Steinbruch. Schade. Nach dieser Enttäuschung besucht Philippe Guisin unweit von Yirgacheffe einen Steinbruch, der noch in Betrieb ist. Er ist nicht groß genug, um Tausende von Stelen zu produzieren,
aber er besteht aus Ignimbrit, dem Gestein, das beim Erkalten von pyroklastischen Strömen entsteht. Wir haben die Täler rund um die Anlagen abgesucht und keine Steinbrüche gefunden, aus denen sich große Stelen gewinnen lassen. Daher war es wichtig für uns, einen heutigen Steinbruch zu finden, um zu sehen, wie das Material verborgen im Boden aussieht und wie die Arbeit vonstatten geht. Wir konnten sehen, dass sie mit einigen Keilen und einem großen Hammer sehr große Blöcke aus diesem Gestein herausbrechen. Solange es noch etwas feucht und frisch abgebaut ist, kann es sehr leicht bearbeitet werden. Aber es handelt sich um relativ schweres Gestein, das mit dem Granit vergleichbar ist, der ebenfalls verwendet wurde. Ich denke, sie mussten das Material mehr als 10 Kilometer weit transportieren. Laurent Bruxelles und Philippe Guisin geben nicht auf. Vom Berggipfel in Soditi führt ein recht breiter, leicht abfallender Weg bis ins Tal hinunter. Ist dies der Weg, auf dem die Stelen transportiert wurden? In diesem Fall müssten in der Landschaft noch Spuren zu finden sein. Hier sehen wir noch die Senken. Und da liegen auch zurückgelassene Stelen. Zwei verschiedene Stelen. Sie sind an den Enden zerbrochen. Das ist ein echter Bruch. Vom Transport? Bei einem Sturz. Beim Aufprall. Wenn das auf dem Weg nach oben passiert ist, wurden sie am Wegesrand zurückgelassen. Warum gibt es hier so viele zerbrochene und zurückgelassene Stelen, obwohl diese zuvor schon viele Kilometer transportiert wurden? Das liegt an der Topographie des Ortes. Während der Hang an diesem Kamm relativ eben ist, gibt es weiter oben eine steile Stufe, deren Überwindung ein technisches Problem dargestellt haben muss. Es hat also sicherlich Unfälle gegeben, bei denen Stelen heruntergefallen und zerbrochen sind. Sie wurden dann einfach zurückgelassen. Manche Stelen weisen noch Transportspuren auf. Doch wie wurden sie über so weite Entfernungen hinweg bewegt? Da liegt noch ein schönes Stück. Konnte so eine heruntergefallene Stele überhaupt wieder aufgeladen werden? War wohl nicht einfach. Unterwegs abgeladene Stelen waren dann möglicherweise verloren. Sie bekamen sie nicht wieder hoch. Das heißt, sie wurden nicht von Menschen getragen? Nein. Ich meine, sie haben sicher Zugtiere benutzt. Die legst du dir nicht auf die Schulter. Stimmt. Wir werden wohl nie erfahren, welche Methode angewandt wurde. Menschliche oder tierische Zugkraft? Mehrere Dutzend Träger? Oder auch eine Mischung aus allen diesen Techniken, je nach Gelände? In jedem Fall bleibt der kilometerweite Bergauftransport von über 10.000 Tonnen schweren Stelen eine gewaltige Leistung. Zurück zu den Ausgrabungen in Soditi. Der größte Kern ist inzwischen teilweise geöffnet. Hier rechnet Vincent Art am ehesten damit, eine Grabstätte oder andere datierbare Hinweise zu finden. Ist da was? Nein. Hier? Nein, das hier ist Grundgestein. Mit diesem Teil der Ausgrabungen hat Vincent Art den äthiopischen Archäologen Alex Bellet beauftragt. Das Sediment ist stark verändert. Ja, es hat eine andere Struktur. Es ist sehr feucht. Ja, das stimmt, es bleibt spannend. Unter den Steinen zeichnet sich eine Art Höhle ab, die auf ein Grab hoffen lässt. Nicht alle diese Steine entfernen. Wir müssen die Form noch sehen können. Schließlich taucht eine erste Tonscherbe auf. Das ist eine Scherbe. Und noch eine. Sie ist graviert. Von nun an wird das gesamte Sediment sorgfältig gesammelt und durchgesiebt. Schon die kleinste Tonscherbe und der winzigste Knochensplitter können Informationen liefern. Allmählich entsteht eine kleine Sammlung.
Diese ersten Tonscherben können wir noch keiner Periode zuordnen, da uns derzeit keine Vergleichsobjekte für diese Art des Dekors zur Verfügung stehen. Sie wurden im Auffüllmaterial eines Grabes unter dem Cairn gefunden. Diese Scherben können auf zweierlei Weise in das Grab gelangt sein. Entweder waren sie dem Auffüllmaterial beigemengt, oder sie sind Bruchstücke von Grabbeigaben. Diese Frage werden wir in einer späteren Ausgrabungsphase beantworten. Sind diese ersten Artefakte Grabbeigaben? Handelt es sich um Scherben von Opfergefäßen? Diese Hypothese ist verführerisch, zumal ganz ähnliche Scherben auch in Tutuphela gefunden wurden. Die ist auch dekoriert. Da ist ein kleines Dekor. Das sind Abdrücke. Wir befinden uns hier auf dem Cairn neben einer kleinen phallischen Stele, sicher ein Bruchstück. Das bedeutet, dass es bereits vor der Errichtung dieses Monuments eine Phase gab, in der phallische Stelen aufgestellt wurden. Die Keramikscherben wurden gleich neben dieser kleinen Stele gefunden. Wichtig ist jetzt, die Scherben zu datieren. Wurden mehrere Tote gleichzeitig beerdigt? Hat es über einen längeren Zeitraum Bestattungen gegeben? Diese Monumente könnten auch einen rituellen Charakter gehabt haben. Dann könnten hier auch Objekte abgelegt worden sein, ohne dass jemand bestattet wurde. Ein kleines Modell. Ja. Sie ist toll. Oben an der Eichel ist sie ausgemeißelt. Also, nimmst du die Eichel, ich nehme den unteren Teil. Dann los. Sie ist nicht leicht. Philipp sieht heute sehr männlich aus. Wenige Meter von der großen Stele entfernt befindet sich ein weiteres, eher flaches Grab. Regis Bernard, der Topograf des Teams, ist hier auf einen ersten Fund gestoßen. Eine Keramik, diesmal so gut wie intakt. Die Form ist komplett. Eine Art kleine Vase mit einem verzierten Rand. Eine kugelförmige kleine Vase. Sie ist der einzige Fund in diesem Grab. Wir werden die gesamte Erde durchsieben, um vielleicht noch Knochensplitter zu finden. Das wäre gut. Vielleicht gibt es gleich daneben ein kleines Grab. Ah, okay. Hier ist der verzierte Rand. Und da das Dekor. Wunderschön. Das ist das zweite Gefäß an diesem Ort. Welches Volk hat diese Keramiken zu Füßen der Stelen deponiert? Die handwerkliche Herstellung eines Gefäßes gehört zu den ältesten kulturellen Fertigkeiten in Äthiopien. Das Töpferhandwerk wird unter Frauen von Generation zu Generation weitergegeben. Durch eine genauere Beschäftigung mit dieser Tradition könnten die Forscher vielleicht Parallelen zu den ausgegrabenen Scherben ziehen. Die beiden Ethno-Archäologinnen in Vincent Art Team haben eine Liste aller Töpfereien in Yirgacheffe und Umgebung aufgestellt. Jessie Collier und Claire Manen kümmern sich nun um die Erfassung dieser Fertigkeiten, die sich seit dem Neolithikum kaum verändert haben. Dient dieses Verfahren der Verzierung? Um sie zum Glänzen zu bringen. Ja. Messeret arbeitet noch mit Verfahren ohne Töpferscheibe. Und wir wissen, dass es zur Zeit der Stelen ebenfalls Keramik gab, die ohne Scheibe hergestellt wurde. Unsere Aufgabe ist es, die Dekorarten und Herstellungstechniken zu beschreiben, wie sie das Gefäß aufbauen, wie sie es brennen und so weiter. Die Idee ist, die Spuren auf den archäologischen Scherben mit denen auf den heutigen Produkten zu vergleichen, um so sagen zu können, vielleicht stammt diese Spur auf der archäologischen Scherbe von derselben Technik, die ich heute hier gesehen habe. Die bei den Ausgrabungen entdeckten Keramikscherben tragen sehr vielfältige Dekors.
Lässt dies auf kulturelle Unterschiede zwischen den lokalen Völkern schließen? Gab es in der Region im Laufe der Jahrhunderte Völkerwanderungen? Um dies herauszufinden, muss zu Füßen der Stelen weiter nach Tonscherben gesucht werden. Doch neben Keramik hoffen die Wissenschaftler auch, Grabstätten zu entdecken. Denn während das Alter der Tongefäße unmöglich zu bestimmen ist, können Knochen datiert werden. Sie könnten so Licht in die komplexe Geschichte der phallischen Stelen in der Gedeozone bringen. Was ist denn das? Ich glaube, ich habe das erste Schädelstück gefunden. Wow. Ja. Echt? Ja, sogar eine Schädelnaht ist zu sehen. Stimmt. Jetzt müssen wir nur noch den Rest finden. Dieses erste Indiz macht Hoffnung, denn es lässt auf ein Grab schließen. Um die Überreste auszugraben, muss zunächst das Durcheinander von Steinplatten und Stelen etwas gelichtet werden. Können wir sie ablegen? Ihr könnt sie ablegen. Vorsichtig. Sehr gut. Dort, wo die große Stele lag, findet sich ein einzelner Knochen. Das ist ein Oberarmknochen, höchstwahrscheinlich menschlich. Das Überraschende ist seine Position. Ein Sekundärgrab. Ja, vielleicht. Wir haben hier etwas, das wir heute zum ersten Mal finden. Eine große Grabplatte, relativ schwer und sehr dicht, die einen Hohlraum bedeckt hat. In diesem Hohlraum liegt ein sehr heller menschlicher Oberarmknochen, der sich durch den Sauerstoff im Boden zersetzt und seine bräunliche Farbe verloren hat. Ist das ein Sekundärgrab? Wurden hier vielleicht nur einige Knochen begraben? Im Moment können wir noch nichts Genaues sagen. Sekundärgräber scheinen zu Füßen der Stelen zahlreich zu sein. Häufig handelt es sich um ein unvollständiges Bündel Knochen von einem Toten, der zuvor anderswo begraben war. Doch ganz in der Nähe fördert Roger Jussaume weitere menschliche Überreste zutage. Diesmal scheint das Skelett fast komplett zu sein. Was hier als erstes auffällt, sind die Zähne. Wir haben es also mit einem Kiefer zu tun. Der Schädel liegt mehr oder weniger hier. Hier haben wir den oberen Teil einer Schulter. Dann den Oberarm, der in diese Richtung weist. Und den Unterarm, der so liegt. Der Arm ist also gebeugt. Der Kopf schaut nach da und der Arm liegt so. Diese Haltung zeigen jedoch nicht alle Körper, die in dem Kern begraben liegen. Der Körper direkt unter der Steinplatte gibt dem Medizinanthropologen Jean-Paul Croix Rätsel auf. Er wirkt sehr beweglich. Ja, mir ist das noch nicht so ganz klar. Mir auch nicht. Das ist ein Verrenkungskünstler. Der Zustand ist so schlecht. Erbärmlich. Das ist der Oberarmknochen. Er ist gebrochen. Diese Stellung ist seltsam. Ja. Und da ist der Unterarmknochen. Ja. Da ist noch etwas. Vielleicht der zweite Oberarmknochen. Möglich. Aber sehr fragmentarisch. In Tutufela hatten wir Keramik, die in Verbindung zu den Gräbern stand. Hier haben wir aber bisher nicht die kleinste Scherbe gefunden, die mit den ausgegrabenen Knochen in Verbindung steht. Was auch sofort ins Auge sticht, ist die Tatsache, dass diese Gräber in viel schlechterem Zustand sind als die in Tutufela. Es hat den Anschein, dass diese Gräber nicht nur ungeschützt waren, sondern dass die Steine sogar direkt auf den Leichnam geworfen wurden und ihn komplett zerdrückt haben. Ist diese etwas überraschende Bestattungsart spezifisch für Sede Mercato? Am zweiten Ausgrabungsort sucht das Team immer noch nach menschlichen Überresten. Doch nun tauchen Grabstätten auf, die mehrere Schichten zu haben scheinen.
Es ist seltsam, denn wir haben hier mehrere kleine Gräber in einem viel größeren, bis oben hin vollen Grab. Auch nachdem ihre Steinabdeckungen entfernt sind, geben die mit Erde gefüllten Gräber nicht den geringsten Hinweispreis. Das sieht sehr tief aus. Im wahrsten Sinne des Wortes ein bodenloses Loch. Da sind noch mehr Steine. Plötzlich stößt der äthiopische Archäologe Alex Belay auf einen ersten Fund. Das ist ein menschlicher Zahn. Er ist allerdings völlig zerfressen. Er ist hohl. Marie, komm doch mal kurz. Ja, das ist einer, ganz sicher. Er ist innen ganz hohl. Es ist nur der Zahnschmelz geblieben. Das ist ein oberer linker Schneidezahn. Da ist noch ein Hohlraum. Wirklich? Ein Sockengrab. Bis jetzt weist nichts darauf hin, dass die Archäologen ein Sockengrab gefunden haben. Doch die Grube, die nach und nach freigelegt wird, ist tatsächlich ein Grab. Und es ist belegt. Ist das noch ein Knochen? Ja, das könnten ein Oberschenkelknochen und ein Schienbein sein. Ja. Das ist Kapitel 1. Kapitel 1. Das erste Kapitel im Buch der Menschheitsgeschichte von Soditi. Das ist eine kleine Grabstätte, wahrscheinlich ein Sekundärgrab. Das bedeutet, wir haben nur ein kleines Bündel Langknochen gefunden. Es handelt sich vor allem um Beinknochen, Oberschenkel und Schienbein. Sie wurden aus einem sogenannten Primärgrab entnommen. Das ist das Grab, in dem der Betreffende ursprünglich bestattet wurde, bevor er hier in dieses kleine, von einer Steinkrone umgebene Grab umgebettet wurde. Das Szenario erinnert an Sede Mercato. Dieses Umbetten der Überreste eines Verstorbenen ist in der Geschichte nichts Ungewöhnliches. Überall auf der Welt, vom Neolithikum bis zum europäischen Mittelalter, war es bei vielen Völkern Brauch, Gräber aus Platzmangel zu leeren. Die Knochen wurden gesammelt und in kleinen Häufchen über einem viel älteren Grab bestattet. Die Forscher setzen ihre Arbeit fort, um weiter in die Vergangenheit vorzustoßen. Und schnell kommen in den Tiefen der Grabstätte weitere Gräber zum Vorschein. Zusammen mit dem hier sind es 1, 2, 3, 4, mindestens 5. Ja, 5. Und ein Viertel der Fläche ist noch gar nicht bearbeitet. Wir können also mit insgesamt 6 oder 7 Gräbern rechnen. Ja. Ein einzigartiger Fund. Was ist denn das? Ein Knochen. Die Überraschung ist, dass wir hier mehrere kleine Gräber innerhalb einer großen Grabstätte haben. Wahrscheinlich wurden die kleinen Gräber zu einem späteren Zeitpunkt in dieser großen Grabstätte angelegt. Wir können also von einer ziemlich langen Nutzungsdauer ausgehen, was zu unseren anderen Beobachtungen passt, dass hier über lange Zeit hinweg Stelen errichtet und zerbrochene Stelen wiederverwendet wurden. Doch bei den ausgegrabenen Knochen handelt es sich nur um Fragmente. Und bislang wurde noch kein einziger Schädel entdeckt. Die Archäologen haben es erneut mit Sekundärgräbern zu tun. Doch wenn die Grabstätte wirklich eine lange Nutzungsdauer hatte, müssen sich die Primärgräber tief unten an der Basis des Grabhügels befinden. Dass wir nur Knochenbündel und keine Schädel finden, könnte durch unterschiedliche Riten oder eine andere Symbolik zu erklären sein. Von manchen Volksstämmen ist bekannt, dass der Schädel bei Sekundärgräbern oft anders behandelt wird als die Langknochen. Es ist also vorstellbar, dass die Menschen die Knochen der Verstorbenen einsammelten und bestatteten, mit dem Schädel aber anders verfuhren. Nachdem die ersten Knochen sorgfältig erfasst sind, wird es Zeit, den Rest des Bauwerks abzutragen. Werden sich unter dem Steinhügel die ersehnten Primärgräber finden? Diese letzte Ausgrabungsphase scheint bei den Geistern der Gräber keine Zustimmung zu finden. Ein Gewitter naht. Die frisch ausgegrabenen Knochen müssen schnell abgedeckt werden.
Trotz des Gesangs der Äthiopier, der die Wolken vertreiben soll, muss das Team abziehen. Die Ausgrabungsstätte ist zumindest für eine gewisse Zeit ruiniert. 3 Tage später können die Arbeiten endlich weitergehen. Das Ausgrabungsteam ist zurück in Sede Mercato. Wir müssen so viel Wasser wie möglich entfernen, bevor wir die Plane bewegen, denn sonst... Probieren wir es hier. Wir müssen da lang gehen. Wo nichts ist? Ja, mit so wenigen Schritten wie möglich. Alles nass hier. Alles Regenwasser. Ja. Es ist nicht nass. Tadellos. Das Team kann die stark beschädigten Skelette, die zu Füßen der Stelen gefunden wurden, nun weiter säubern und begutachten. So, wir haben hier den Schädel und hier sind die Rippen zu sehen. Das ist die linke Schulter mit dem Schlüsselbein davor. Trotz des schlechten Erhaltungszustands, denn das befindet sich alles in Auflösung, müsste die Wirbelsäule auf dieser Seite längs des Grabes verlaufen. Der Leichnam liegt also auf der rechten Seite mit angezogenen Beinen. Die Knie müssten fast das Kinn erreichen. Diese Embryonalhaltung findet sich schon in den ältesten Perioden des Paläolithikums. Die Rückenlage ist erst vor relativ kurzer Zeit aufgekommen. In Tutofela haben wir 2 Skelette in Rückenlage gefunden. In den restlichen 84 ausgegrabenen Gräbern liegen die Toten auf der Seite. Die Knochen werden vorsichtig entnommen. Sie gehen an ein Speziallabor, das sie datieren kann, obwohl sie keine Proteine mehr enthalten. Dies ist ein übliches Problem in den Subtropen, wo der saure Boden organisches Material schneller zersetzt. Wir haben den 1. und 2. Backenzahn. Der 3. ist noch nicht draußen. Dieser Mensch war nicht älter als 20 Jahre. Und sehr zierlich. Ich würde auf eine Frau tippen. Das Schlüsselbein ist sehr zierlich. Es handelt sich tatsächlich um einen Friedhof, der wohl ziemlich lange genutzt wurde, wenn wir uns die Verteilung der Körper anschauen, die wir auf 2 oder 3 verschiedenen Ebenen gefunden haben. Trotzdem ist diese Anlage aus meiner Sicht jünger als Tutofela. Es gibt um uns herum zwar viele phallische Stelen, aber ihr Stil unterscheidet sich von denen, die in Tutofela verwendet wurden. Diese Stelen scheinen mir mit einer Art Flachbeil bearbeitet zu sein und sind damit jünger. Was die Dekors auf diesen Stelen betrifft, so ähneln sie denen in Tutofela. Ich gehe also davon aus, dass sie zur selben Zeit geschaffen wurden, die Nutzungsdauer des Monuments aber vielleicht länger war. Während sie auf die Datierungsergebnisse für die Skelette warten, suchen die Archäologen weiter nach Hinweisen zu den Stelen. Die mit Steinäxten behauenen Stelen sind sicherlich älter als jene, bei denen Metalläxte eingesetzt wurden. Diese hier ist verziert. Super. Dieser Teil hier, der obere Teil der Eichel, zeigt ziemlich grobe Bearbeitungsspuren, die wahrscheinlich noch vom Abbau im Steinbruch kommen. Das ist die naturbelassene Bruchstelle, die hier den oberen Teil der Eichel ergibt. Dann gibt es auf der gesamten Außenfläche des Steins viele Flachbeilspuren und ein Dekor, das gemeißelt wirkt. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber oft befinden sich die Gravuren auf den flachen Stellen, die zum Transport dienten. Sophie Corson hat die Aufgabe, alle Verzierungen der Stelen zu dokumentieren. Sie findet Gravuren, aber auch Farbspuren. Perfekt. Die horizontalen Streifen sind klar zu erkennen. Sie ist in diese Richtung gestrichen. Ich weiß nicht, womit sie gemalt haben. Bei den Gewada taten sie das mit der Hand. Dann sind das hier vielleicht Spuren einer Hand. Wir können die Finger, die Farbspuren der Finger erahnen.
Hier auch, das geht bis da und auch in vertikaler Richtung. Hast du gesehen, Roger? Hier sind noch die Spuren der Hände zu sehen, mit denen die Farbe aufgetragen wurde. Ganz deutlich. Ja, tatsächlich. Das geht bis hier. Das erinnert mich an Dinge, die wir in Chelba Tutiti gesehen haben. Insbesondere an diese aufrecht stehende Platte mit Dekor. Es ist gut zu sehen. Ja, als wäre auch das mit der Hand gemalt. Ja, das ist nicht ausgeschlossen. In Chelba Tutiti haben Roger und Jean-Paul vor einigen Jahren gegraben. Ein Dorf hat sich über die Hänge des Berges ausgebreitet und die letzten Häuser grenzen an die ersten Stelen der Anlage. Immerhin respektiert die Bevölkerung diesen Ort, der das Dorf in seiner ganzen Größe überragt. Denn groß ist er. Chelba Tutiti ist die bedeutendste Megalithanlage in ganz Afrika. Sie umfasst über 1500 Stelen, die möglicherweise die ältesten der gesamten Gedeozone sind. Die ausschließlich phallusförmigen Stelen gehören zu den massivsten, die jemals erfasst wurden. Einige erreichen eine Höhe von 8 Metern und wiegen rund 7 Tonnen. Ihr Alter ist unmöglich genau zu bestimmen. Aber die Archäologen können ja auch die Steinreihen von Karnak nicht auf 3000 Jahre genau datieren. Was die zeitliche Abfolge betrifft, haben die Ausgrabungen keinerlei Ergebnisse geliefert. Dafür können sich die Forscher jetzt eher erklären, welchem Zweck solche Anlagen gedient haben könnten. Bevor ich mit Roger begann, auf dem sehr großen Stelenfeld von Chelba Tutiti zu graben, wo es nur phallische Stelen gibt, waren wir gerade in Tutofela gewesen, wo phallische Stelen immer zu Grabstätten gehörten. Als wir dann hierher kamen, haben wir als erstes im zentralen Teil der Anlage dort drüben gegraben, in Bereichen mit vielen phallischen Stelen. Wir haben insgesamt 60 ausgegraben und nicht die geringste Spur einer Grabstätte gefunden. Diese phallischen Stelen haben also nichts mit Gräbern zu tun. Also fragten wir uns, womit wir es hier zu tun hatten. Gleich zu Anfang war uns im nördlichen Teil der Anlage ein Hügel aufgefallen. Und so kam uns der Gedanke, dass dies die Grabstätte eines bedeutenden Mannes sein könnte und die phallischen Stelen vielleicht erst später zu seinen Ehren errichtet wurden. Es ist vorstellbar, dass diese Grabstätte einem hohen lokalen Würdenträger gehörte. Und als dann weitere Dorfbewohner starben, stellten sie vielleicht auch Steine auf zur Erinnerung an die Toten, die anderswo bestattet waren. Das ist eine Hypothese, die jedoch durch unsere Beobachtungen der heutigen Volksgruppen, insbesondere der Konso und der Gewada, gestützt wird. Nach dieser Theorie wären die Megalithen von Chelba Tutiti Kenotaphe. Grabmale zu Ehren von Toten, die an anderer Stelle begraben sind. Gilt dies auch für die ältesten phallischen Stelen an den anderen Ausgrabungsorten? Um mehr über diese Bestattungspraxis zu erfahren, reisen die Forscher in das Siedlungsgebiet der Konso und Gewada im Süden Äthiopiens. Diese Volksgruppen haben sich eine traditionelle Lebensweise bewahrt, in der die Verehrung des mutigen Kriegers fest verankert ist. Die phallische Symbolik ist hier allgegenwärtig. Können die Steine, die sie zu Ehren ihrer toten Helden aufstellen, etwas über den Zweck der primitiven Stelen in der Gedeozone aussagen? Metasebia Mekel ist ein äthiopischer Ethnologe und Experte für die Volksgruppen im südlichen Tal des Grabenbruchs. Er organisierte es, dass die französischen Forscher einer Trauerzeremonie beiwohnen. Der Verstorbene war 93 Jahre alt und eine sehr einflussreiche Persönlichkeit innerhalb der gesamten Gewada-Gemeinschaft. Bei diesem Volk von Jägern und Kriegern werden die Männlichkeit und der Mut eines verstorbenen Helden ausgiebig gefeiert.
Zeremonie bietet die einzigartige Gelegenheit, die Bestattungsriten der Gewarda im Einzelnen zu studieren, um vielleicht Ähnlichkeiten mit den Riten ihrer Vorfahren zu entdecken. Die Ältesten haben in einiger Entfernung vom Dorf einen mehrere hundert Kilo schweren Stein versteckt. Die stärksten jungen Männer haben die Aufgabe, ihn bis zu dem heiligen Wäldchen zu tragen, in dem der alte Mann bestattet wurde. Diese erste Stele wird auf seinem Grab aufgestellt. Der Leichnam wurde wie in den tiefer liegenden Gräbern von Tutufela in eine Grube gelegt, die über eine Seitenkammer verfügt. Gewissermaßen ein Sockengrab. Diese Gepflogenheit und das Aufstellen eines Steins scheinen eine Hypothese zu untermauern. Solche Grabstätten sind bedeutenden Persönlichkeiten gewidmet, die niemals in Vergessenheit geraten dürfen. Der Mann, der heute hier bestattet wird, war aus zwei Gründen bedeutend. Erstens war er ein Stammesoberhaupt und zweitens ein Krieger. Die Leute sagen, er habe zwei Löwen und einen Leoparden erlegt. Und im Krieg habe er auch zwei Männer getötet. Heute wird die erste Stele auf seinem Grab errichtet. Am zweiten Tag holen sie dann die zweite versteckte Stele aus dem Wald. Die zweite Stele, das Grabmal für den Helden, wird wie ein wildes Tier erlegt und im Triumphzug bis zu einer Piste getragen, die ins Dorf führt. Dieser Stein hat seine ursprünglich phallische Form so gut wie verloren. Die Christianisierung Südäthiopiens hat im 14. Jahrhundert mit solchen Darstellungen aufgeräumt. Der Monolith wird mehrere hundert Meter weit bis zu dem Ort getragen, an dem die Kenotaphe zu Ehren der großen Gewarda-Krieger stehen. Diese Tradition der Gewarda ist sehr alt. Trotz der Ankunft neuer Religionen ist dieses Stelenritual stets unverändert geblieben. Roger Jussaume erinnern diese Stelen, die keine Gräber markieren, an die vielen hundert Kenotaphe, die in Tchelba Tutiti aufgereiht sind. 1000 Jahre später begegnen wir hier Menschen, deren Riten offenbar nicht weit von dem entfernt sind, was wir auf den viel älteren Stelenfeldern gefunden haben. Möglicherweise sind die Menschen, die heute diese Steine aufstellen, tatsächlich Nachfahren der Schöpfer unserer phallischen Stelen. Ein derartiger Zusammenhang ist schwer überprüfbar. Doch ein Dekor, das auch einige Steine in Tchelba Tutiti und Sede Mercato schmückt, stützt diese Hypothese. Ockerpulver mit Fett gemischt ergibt eine sehr wetterbeständige Farbe. Die Gewarda dekorieren die ebenen Flächen des Kenotaphs auf dieselbe Weise wie die Schöpfer der phallischen Stelen. Diese horizontalen Streifen finden sich bei keinem anderen Volk im Süden Äthiopiens. Die Gewarda sind eine der letzten afrikanischen Volksgruppen mit megalithischen Traditionen. Könnten ihre Vorfahren bei der Ankunft des Christentums oder des Islam in den Süden Äthiopiens emigriert sein? Eins ist sicher. Zwischen dem 14. und dem 16. Jahrhundert ist etwas geschehen, das diesen Bestattungsriten in der Gedeo-Zone ein Ende setzte. Roger Jussaume und Jean-Paul Cros sind wieder in Tchelba Tutiti, wo sie unter den Hunderten von Kenotaphen einen umgestürzten Stein ausgewählt haben.
Sie wollen versuchen, ihn wieder aufzurichten. Zur Arbeit von Archäologen gehört auch, den Ausgrabungsort teilweise zu rekonstruieren. Doch hier geht es vor allem darum, herauszufinden, wie die Menschen mit den damaligen Mitteln solche Monolithen aufstellen konnten. Das ist der Fuß der großen Stele, die wir wieder aufrichten möchten. Wie alle Stelen ist sie mit Keilen fixiert, aber diese wurde, als sie in die Erde gesetzt wurde, mit Steinen blockiert, die wirklich sehr klein sind. Wir sind erstaunt, dass diese oft mehrere Tonnen schweren Stelen mit solch kleinen Keilen fixiert wurden. Deswegen haben Wind und Wetter oder Tiere, die sich an ihnen rieben, sie mit der Zeit zum Umstürzen gebracht. Chelba Tutiti ist nie wirklich geschützt worden. Dennoch offenbaren einige Stelen bis heute Gravuren, deren Symbolik den Archäologen etwas über die Riten und die Religion ihrer Schöpfer verraten könnte. Diese hier hat wirklich die schönste und ungewöhnlichste Gravur an diesem Ort. Es ist immer dasselbe System, eine zentrale Cupola, eine Vertiefung also, von der ein Dekor ausgeht. Diese Schlangenlinien sind absolut einzigartig. Dieses Dekor findet sich nirgendwo sonst. Die hier ist eher charakteristisch für Chelba, mit ihrer zentralen Cupola und den Strahlen, die von ihr ausgehen. Sophie Curson hat die Aufgabe, ein vollständiges Bestandsverzeichnis zu erstellen. Bisher haben wir auf über 1000 Stelen 56 Gravuren dokumentiert. Es sind also etwa 5% graviert. Doch die schönsten und vielleicht eindeutigsten Gravuren finden sich letztendlich an den Seiten der großen Stele, die wieder aufgestellt werden soll. Das ist eine ziemlich außergewöhnliche Stele, was das Dekor betrifft. Dieses pflanzenartige Symbol findet sich in ganz ähnlicher Form auch bei heutigen Volksgruppen wie den Dinka im Grenzgebiet zwischen dem Sudan und Äthiopien. Dort wird dieses Symbol über dem Bauchnabel platziert, weswegen ich es gern mit einem Symbol des Lebens vergleiche. Denn der Bereich unterhalb des Nabels ist schließlich für viele die Quelle des Lebens. Es ließen sich in diesem Symbol aber auch die Zweige der Zierbanane sehen. Eine Pflanze, von der sich in dieser Region seit vielen Jahrhunderten die gesamte Bevölkerung ernährt. Dass dieses Symbol die Zierbanane darstellt, liegt vielleicht daran, dass diese endemische, wildwachsende Pflanze ein wahres Energiewunder ist. Von den Wurzeln bis zu den Palmenzweigen kann alles verwendet werden. Die damalige Bevölkerung musste also keine Landwirtschaft erfinden, um auf diesem fruchtbaren Hochland zu überleben. Eine andere Interpretation des Symbols stellt ebenfalls einen Bezug zum Leben her, nämlich eine Spermafontäne. Dann dürfte das Symbol aber nicht in Höhe der Perforation platziert werden, die den Bauchnabel symbolisiert, sondern müsste oberhalb des Geschlechts erscheinen, von der Person, die von der Stele verkörpert wird. Weder die eine noch die andere Hypothese lässt sich beweisen. Die Gravuren werden ihr Geheimnis bewahren. Für die Wiederaufrichtung der Stele hat Roger Jussaume sich an Hebemethoden orientiert, die seit der Frühantike genutzt wurden. Holzgestelle, Seile und etliche Paare menschlicher Arme. Wir brauchen zwei Leute, die ihn auf beiden Seiten mit den Stangen halten, damit er nicht in irgendeine Richtung kippt. Und dann müsste das eigentlich klappen. Und 10. Allez, hopp, 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 attention. Vorsicht, Jean-Paul. Jean-Paul, attention. Ich konnte ihn nicht halten. Schade, der Anfang war gut. Jetzt müssen wir ganz von vorne anfangen. Sie können das? Sie sagen, Sie können das per Hand machen. Das ist verrückt. Ich weiß,
Ziehen, Achtung! Vorsichtig, langsam, langsam! Ziehen! Leg die Keile rein. Die Steine. Und Erde. Erde. Sie steht vollkommen gerade. Gar nicht schlecht. Sie steht sehr gut. Bravo, Leute. Bravo. 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 Zwei Techniken kamen zum Einsatz. Unsere europäische, die nicht funktioniert hat. Und die ganz eigene Methode der einheimischen Äthiopier. Als ob sie dieses Wissen seit jeher besäßen. Der elegante Monolith ist aufgerichtet. Etwas, auf das in Tshelba Tutiti noch 1500 Stelen warten, um in das UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen zu werden. Auf dem Hügel von Soditi sind die Tage gezählt. Das Projekt geht dem Ende zu. Doch die Ausgrabung der ältesten Primärgrabstätten hat noch immer nicht die geringste Spur geliefert, die auf komplette Skelette hoffen ließe. Roger Jussoms kleines Team ist gekommen, um Vincent Hart und seine Mitarbeiter tatkräftig zu unterstützen. In einem weiter entfernten kleinen Sekundärgrab stößt Jean-Paul endlich auf einen ganz neuen Fund. Das ist ein Schädel, ein Schädeldach. Das rockt. Wir brauchen einen Schädel. Ja, wir müssen doch endlich einen ausgraben. Er liegt allein. An diesem Ort liegen die Schädel hier und die Langknochen da. Das ist wie ein Puzzle. Kurz darauf findet Marie Mathieu im Innern des Hauptkerns ebenfalls menschliche Überreste, die wenige Zentimeter unter der Erde begraben sind. Ich bin gerade dabei, den Schädel eines Menschen auszugraben. Es ist der erste, der im anatomischen Zusammenhang gefunden wurde. Bis jetzt haben wir nur den Schädel, aber das sind wohl der dazugehörige Ober- und Unterarm. Es handelt sich also um ein Primärgrab. Es ist das erste Skelett, das vollständig ist. Das Grab, aus dem es stammt, könnte einer bedeutenden Persönlichkeit gehören, in deren Umgebung im Laufe der Zeit weitere Tote begraben wurden. Nach mehrstündigen Ausgrabungen sind 8 Gräber freigelegt. Darunter eine besonders tiefe Struktur, die auf eine weiter zurückgehende Nutzungsdauer der Anlage hindeutet. Die Archäologen graben nun über 2,50 Meter tief unter dem oberen Teil des Kerns. Dieser Schacht ist ziemlich senkrecht. Nur im untersten Teil gibt es einen seitlichen Bereich, der mich an die Sockengräber unter dem Steinhügel von Totofela erinnert. Die sahen ganz genauso aus. Um dieses Bauchgefühl zu überprüfen, macht Antoine Laurent eine letzte Fotoserie mit hoher Bildauflösung. Die Aufnahmen werden in ein detailgetreues Computermodell der Schacht- oder Sockengräber von Soditi einfließen. Wir sind hier an einem ganz außergewöhnlichen Ort, an dem sich immerhin 8 Schachtgräber befinden, davon 2 oder 3 Sockengräber. Es gibt Primär- und Sekundärgräber und ein großes Grab, das schon älter sein muss, denn die Stelenreihen darüber sind zerstört. Entweder wurde dies im Laufe der Zeit von verschiedenen Volksgruppen mit unterschiedlichen Bestattungsriten geschaffen oder von demselben Volk innerhalb einer relativ kurzen Periode. Das ist alles sehr spannend.
Die meisten kleinen Nebengräber sind bereits wieder zugeschüttet. Jetzt müssen nur noch die Knochen aus den am besten erhaltenen Gräbern eingesammelt werden. Alle Äthiopier am Ausgrabungsort nehmen inzwischen großen Anteil. Die für sie unerwarteten Funde haben das Interesse an ihren fernen Vorfahren geweckt. Der gute Zustand der zuletzt ausgegrabenen Skelette ist ein Glücksfall für die Archäologen. Der Zahnschmelz zum Beispiel wird leicht datierbar sein. Die Bilanz ist natürlich sehr positiv, denn wir haben viele Gräber mit einer sehr interessanten Vielfalt von Bestattungsarten und Grabformen gefunden. Aber auch menschlich war dieses Projekt sehr interessant, denn wir haben mit Äthiopiern zusammengearbeitet, also mit Menschen, deren direktes Erbe all das hier ist. Es ist wichtig, dass ihnen der Reichtum ihres lokalen und nationalen Erbes bewusst wird. Als sie kamen, war das Gelände nur ein Haufen Steine. Aber dann haben wir gesehen, dass sie Knochen unter den Steinen fanden. Jetzt wissen wir, dass dieser Ort ein Friedhof war. Ich hoffe, dass sich die Forscher in Zukunft für den Erhalt und Schutz dieses Ortes einsetzen werden. Von allen archäologischen Ausgrabungsorten ist dieser der schönste. Er ist ein wichtiges Zeugnis unserer Vergangenheit. Wir haben viel Hoffnung für diesen Ort und die anderen Anlagen in der Umgebung. Wir müssen weiter dafür kämpfen, dass diese Arbeit fortgesetzt wird. Wir haben ganz neue Erkenntnisse, vor allem durch die Entdeckung dieser Gräber, die uns ein ganz neues Forschungsfeld eröffnen. Ich hoffe, dass wir die Ausgrabungen hier fortsetzen können, um mehr darüber herauszufinden, wann die Stelen entfernt wurden und ob ein Zusammenhang mit den entdeckten Gräbern besteht. Was die Knochen betrifft, werden uns der anthropologische Ansatz und die Datierungen hoffentlich Gemeinsamkeiten mit Tutu-Fehler aufzeigen, auch wenn die gesamte Form dieser Anlage bislang einzigartig ist. Die Arbeit der Archäologen in Äthiopien ist beendet. Die Knochen aus den verschiedenen Gräbern in Sede Mercato und Soditi werden zur Datierung in die USA geschickt. 3 Wochen später treffen im Labor für biologische Anthropologie in Bordeaux die Ergebnisse ein. Das ist Grab 1 und das Grab 2. Und das sind die Proben aus Soditi. Und die Datierung für Sede Mercato? Die Knochen sind jung, Ende 15. bis Anfang oder Mitte 17. Jahrhundert. Also eher gegen Ende der Nutzungsdauer. Gegen Ende der Nutzungsdauer der Anlage. Aber selbst wenn der obere Teil der Grabstätte im Kern jünger ist, kann das Primärgrab darunter, das vielleicht ein Sockengrab ist, trotzdem zur selben Zeit wie Tutu-Fela und Soditi entstanden sein. Die Datierungen zu Soditi besagen, dass die Sockengräber etwa im 12. Jahrhundert angelegt wurden. Das passt gut zu dem, was wir an Orten wie Tutu-Fela gesehen haben, wo dieselbe Gräberart auf das 12. Jahrhundert datiert wurde. Und die eher klassischen Flachgräber stammen aus dem späten 13. oder frühen 14. Jahrhundert. Das entspricht einer Nutzungsdauer von mindestens 2 Jahrhunderten. Jetzt muss ich das noch zu den phallischen Stelen in Beziehung setzen, da wir im Kern, also in dem Steinhaufen, der alle Gräber bedeckte, Bruchstücke von phallischen Stelen gefunden haben, die älter als der Kern selbst sind. Wir wissen jetzt also, dass der Megalithismus mindestens vor dem 12. Jahrhundert entstanden ist. In Zukunft werden neue Technologien vielleicht eine Datierung der Stelen ermöglichen. Bislang gibt es Hinweise, dass die Völker, die sie errichteten, zwar Viehzucht, aber keinen Ackerbau betrieben. Sie bearbeiteten Steine, kannten aber kein Metall. Mit anderen Worten, sie lebten noch wie im Neolithikum. Hat diese Epoche in der Riftzone also länger gedauert als anderswo?
Ich denke, dass sie sehr lange Jäger und Sammler geblieben sind, da ihnen genügend essbare Pflanzen zur Verfügung standen, die sie nur zu pflücken brauchten. Das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass wir bei unseren Ausgrabungen nur Werkzeuge aus Stein gefunden haben. Wir können also von einem prähistorischen Stadium ausgehen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass das Neolithikum im Süden Äthiopiens bis ins 5. oder sogar 8. Jahrhundert nach Christus reichte. Was auch immer der Grund gewesen sein mag, ob geografische Isolation oder Umweltfaktoren, das ohnehin verspätete Neolithikum endete in dieser abgelegenen Region erst im 13. oder 14. Jahrhundert. Der Megalithismus birgt vielleicht nur einen kleinen Teil des Geheimnisses, doch seine Faszination bleibt für die Archäologen ungebrochen.